Schritt für Schritt zu mehr Klimagerechtigkeit. Dafür treten diese Pilgerinnen und Pilger ein. Auf ihrem Weg vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg bis nach München haben sie ein besonderes Anliegen im Gepäck. Ihre Resolution, den Pariser Klimavertrag ohne Wenn und Aber umsetzen. Um dafür Gehör zu finden, haben sie sich zu Fuß auf die Reise gemacht. Wenn sie irgendwo 1000 Kilometer angelatscht kommen, dann macht man ihnen die Tür auf, auch wenn man sie nicht mag. Und man hört sie an, weil das einfach politisch nicht anders geht. Ja, das ist unsere Chance, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wir haben natürlich auf unserem Weg immer mal wieder die Möglichkeit, auch mit Menschen, die einfach irgendwo am Gartenzaun stehen, zu reden und denen unsere Botschaft zu überbringen. Nämlich, es geht nicht so weiter, wir müssen unbedingt was ändern und wir müssen es schnell tun. In der Pfarrei Scheldorf, nördlich von Ingolstadt, kommt die Gruppe heute unter. Erstmal durchschnaufen, die vergangenen Kilometer Revue passieren lassen. Pro Tag legen die Pilgernden zwischen 20 und 30 Kilometer zurück. Viele von ihnen sind schon seit mehreren Jahren immer wieder unterwegs. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich für einzelne Tage anzuschließen. Es soll ein Zeichen setzen, dass wir uns zu Fuß, große Strecken überwinden und dabei auch ganz viele Menschen erreichen. Und natürlich, wir bewegen uns in der Natur, wir spüren die Schöpfung. Heute war es ein bisschen heiß, heute haben wir beinahe einen Sonnenstich gekriegt. Manchmal sind wir patschnass, wenn wir irgendwo ankommen. Also man ist ganz unmittelbar natürlich, wenn man 20, 30 Kilometer läuft, in der Natur und in der Schöpfung, im Wetter, im Klima, sodass das schon eine geradezu ideale Verbindung ist für uns. Im Bistum Eichstätt hat die Gruppe im Kloster Plankstetten Halt gemacht. Dort wird schon seit Jahren ökologischer Landbau betrieben. Der Besuch von Orten, an denen sich die Pilgernden über Klimagerechtigkeit informieren, gehört zu den besonderen Elementen des Klimapilgerwegs. Ich habe Kinder, ich habe Enkel und ich kann mich daran erinnern, dass wir unsere Eltern und Großeltern gefragt haben, was die Zeit 33 bis 45 betrifft. Was habt ihr damals getan? Und ich möchte nicht in eine Situation kommen, dass mir meine Enkel sagen, ihr habt ja alles gewusst, was habt ihr eigentlich dagegen getan? Also das ist schon eine ganz große Motivation. In Scheldorf nutzen die Pilgernden die Möglichkeit, sich mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke auszutauschen. Für den Bischof gehören Kirche und Klimaschutz unbedingt zusammen. Klimagerechtigkeit ist für uns eine Frage des christlich-solidarischen Lebensstils. Wenn wir in das Evangelium schauen, wenn wir in die Zeit der frühen Kirche schauen, da haben Maßstäbe Geltung gehabt wie Bescheidenheit, Geschwisterlichkeit, Teilen, Sorge für die Menschen, die weniger Mittel haben, das Bewusstsein, dass die Ressourcen dieser Welt allen gehören. Das sind ganz ausgeprägte Features der frühen Christenheit gewesen, die eigentlich wunderbar uns helfen könnten, diese Krise heute mitzulösen. Dass die Kirche sich für den Klimaschutz einsetzen muss und selbst eine Vorbildfunktion einnehmen sollte, ist für die Pilgernden ganz klar. Die Kirche ist ja gerade zu prädestiniert, sich für diese Thematik einzusetzen. Wir haben ganz viele, viele Verse, ganz viele Geschichten, die sich mit der Bewahrung der Schöpfung auseinandersetzen. Angefangen von der Genesis bis also ganz viele, viele, viele Stellen. Und dann können wir ja nicht gleichzeitig hingehen und diesen Planeten, den einzigen, den wir besitzen, kaputt machen. Das ist ja irgendwie widersinnig. Und insofern bin ich schon der Überzeugung, dass die kirchlichen Institutionen sich unbedingt immer, also ganz unmittelbar verantwortlich sind, auch den Klimaschutz zu fördern. In München übergeben die Pilgerinnen und Pilger die Resolution zum Klimaschutz an die bayerische Staatsregierung, den Münchner Oberbürgermeister sowie an die evangelisch-lutherische Kirche und die katholischen Bistümer in Bayern. Im Gepäck haben sie viele Erfahrungen und Gespräche am Wegesrand und die Hoffnung auf mehr Klimagerechtigkeit.